Schicke Schuhe! Kann ich die haben, wenn ihr sterbt? Hallo und willkommen zurück zu WoW Shadowlands Ende der Ewigkeit. Lang ist es her mal wieder, 3 Wochen, ich hab's gerade nachgesehen. Wie geht's euch? Was habt ihr so gemacht? Ich habe mich mal ein bisschen mit der Archäologie beschäftigt und ich habe ein bisschen was gefunden. Hier ein paar Spielzeuge, habe ich schon mal... Das Ding? Das lässt mich grün strahlen. Wie geil. Und das hier? Dann werde ich den Bernstein eingefangen. Habe ich hier so ein Spiegelbild, wo ich mich selbst sehen kann. Dann habe ich hier eine Trommel, die nicht funktioniert. Dann habe ich hier sowas, wo ich hier 4 tanzende Zwerge sehen kann. Und das war's, das ist einfach nur Nähe. Archäologie ist schon ein interessanter Beruf in WoW. Ist am besten für Spieler geeignet, die etwas weniger Glück haben. Ist ein richtig guter Zeitvertreib. Der Grund ist, warum ich hier in der Bastion das Video gestartet habe, ist der Grund. Weil ich mich erstmal in diesem Wasser baden wollte. Dann habe ich beim Einloggen außerdem gesehen, dass ich hier was im Briefkasten habe. Ich habe mir gedacht, dass ich euch einfach mal mitnehme. Kinder, wir haben Post gekriegt. Ich frage mich nur von wem. Jetzt bin ich in der Lysischen Feste. Wundervolle Scheiße. Steht dieses Portal eigentlich bei jeder Fraktionspack-Dings? Also auch bei den Venture Maldraxi und Necrolo und Nachtfee? Wäre sonst komisch, wenn es wirklich nur bei den Kyrianern stehen würde. Also mir ist hier ein kleiner Fehler aufgefallen, und zwar in diese Richtung stehen ja auf der anderen Seite, wenn man hier jetzt die Etage wechselt, ist da hier 2 Portale, eine von Stormwind und eine von Orgrimmar. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich hier draufklicke, kann ich gleich vorwärts drücken. Dann laufe ich genau schnurstracks die Linie entlang zu den Portalen. Aber nein, seht mal, was passiert. Das sieht man jetzt schon. Ich laufe so langsam nach links. Seht ihr das? Und dieser Typ. Ihr habt meine volle Aufmerksamkeit. Welchen Nutzen hat der Typ? Tod ist die ultimative Transaktion. Egal, ich will nicht hier länger im Oribus oder so verbringen. Ich will weiter in Seraph Mortis questen, let's playen. Noch ein kleiner Fehler, der mir hier aufgefallen ist.
Richtung Portal. Und jetzt passt mal auf. Ich werde einfach gedreht. Und lande einfach ein paar Zentimeter daneben. Kann immer passieren, solche Fehler. Kein Grund jetzt hier Beschwerde abzugeben. Wäre komplett übertrieben. Yay, Seraph Mortis. So, wir haben ja noch bei Firim was zu tun. Deswegen gehen wir erstmal dahin. Ich bin froh, dass er doch unser Verbündeter ist und nicht ein Spion vom Kerkermeister. Das habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht. Was ich auch nicht finde, ist, dass diese Maschinen hier nichts kosten, wenn man die nutzt. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Was habe ich denn das hier? Lebt wohl! Komm schon rein da! Es funktioniert einfach nicht. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, habe ich hier endlich Verzauberung gelernt. Ich habe hier Seelentreter. Komm schon. Was? Kupferroute. Yay. Das ist immer dasselbe. Es gibt immer einen Gegenstand, den man nicht dabei hat. Und der fehlt uns. Ich werde ihre Geheimnisse ergründen. Okay, heute gibt es kein Item. Die Geheimnisse von Seraph Mortis sind wundersam. Wären deine Dialoge doch nicht so lang. Weitere Nachforschungen akularisch. Ja, bereits einige wundersame Entdeckungen gemacht, Schlundgänger. Ich hasse, wenn man mich so nennt. Doch es warten noch weitere Geheimnisse auf euch. Den ersten Schritten habt ihr getan und die Konsole freigeschaltet. Ich glaube, ihr seid bereit für die nächsten. Untersucht die Konsole und findet heraus, welcher Teil des Musters sich in euch offenbart. Ich muss nachdenken. Ein paar von diesen Konsolen kann man schon komplett lesen, also keine Schriftzeichen mehr, sondern richtige Buchstaben, die Wörter bilden. Und aus Wörtern werden Sätze. Ich stehe seit einiger Zeit in Kontakt mit Rafik, einem meiner Kollegen. Allein dank unserer gemeinsamen Bemühungen war er in der Lage, nützliche Gegenstände zu beschaffen. Überbringt Rafik meine neuesten Forschungsnotizen und versucht euch gut mit ihnen zu stellen. Im Lauf der Zeit sollte er euch mit besserer Ausrüstung versorgen können. Kriegen wir jetzt so eine Art Schmied? Werde ich je wirklich alles wissen? Bekomme ich wirklich so eine Art Rüstungsschmied und wir müssen nicht mal Schmied erlernen? Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Hab nur ein bisschen weitere Items gesammelt. Da, Seelentreter. Verringert den Fallschaden. Braucht ihr einen Trainingspartner? Okay, du hast nur weiteres für die Hauptquest. Dich mache ich also später.
Vogelpock. Ich finde ihn auch niedlich. Okay, was soll ich jetzt machen? Was? Was? Schon erledigt? Okay. Sind wir solchen Wissens würdig? Ach nee, da ist er, okay. Ich bin so dicht dran, dass... Oh, hallo. Hi. Neues Wissen, die ersten haben wahrlich erstaunliche Erkenntnisse hinterlassen. Forschen kann man nie genug. Nee, echt nicht. Ich habe es immer nicht ganz verstanden, was das hier sein soll. Aber vielleicht wisst ihr das ja. Ich habe nicht gespielt in Kriegsbahnzone, ich reite immer noch mit der Hyäne. Und warum will ich jetzt dahin reiten, wo ich einfach schnell reisen kann? Wird die Schmiede jemals wieder repariert? Ah, du bist es. Habe ich von dir nicht meine Daily Quest angenommen? Gesegnet sollt ihr sein. Seid ihr gekommen, um die Erleuchteten und unsere heilige Pflicht zu unterstützen, die Legte der Ersten zu bewahren? Ja, bin ich. Nur die Ausrüstung. Was habt ihr mir da mitgebracht? Notizen. Ihr habt meinen Dank. Irgendwann wird's kommen. Dann werde ich nicht mehr Schlundgänger oder Champion genannt. Ich werde so feiern. Ihr habt meinen Dank, nicht bitte. Nehmt dies Geschenk für eure zukünftigen Mühen. Viel Spaß auf euren Abenteuern. Okay. Ich habe bereits 10 von diesen Schätzen gesammelt und 10 von diesen sternmarkierten Gegnern besiegt. Jetzt muss ich eigentlich bloß noch das hier machen. Ich weiß nicht, wann ich die anderen hier abgeschossen habe, aber mir fehlt bloß noch das eine. Und ich glaube, jetzt habe ich das freigeschaltet. Getroffen nochmal zu Firim. Vielleicht hat er noch was Nettes für uns. Ich verbrauche eigentlich Schwedisch, Anima. Was ich irgendwie schade finde, ist, dass man durch die Dailies nicht ein paar Rufpunkte farmen konnte. Da hätte ich jetzt schon den von Bartha mit der goldenen Krone. Und hätte was Passendes. Okay, die haben offensichtlich nichts. Zu dir komme ich später, Pelagos.
Wo ist der Buff? Wisst ihr, welchen ich meine? Den, den man in der Bastion kriegen kann. Wenn man in diesem Wasser badet. Ist wohl weg. Hm. So, hoffentlich hast du die Quest, die ich brauche, um es frei... Wie mich die Red anguckt. Frieden sei mit euch. Der vergrabene... Bufonit. Der große Bufonit unter dem Schlamm regt sich immer noch nicht. Er muss doch irgendwie Vorliebe haben. Habt ihr ein bisschen Fleisch dabei? Das lockt ihn vielleicht hervor. Ja, hab ich sogar. Hab Dank, sehe ich bitte. Mal sehen, ob das funktioniert. Mögt ihr finden, was ihr sucht. Boah, was? So viel? Unser schüchterner Freund ist vor einem Wählerfisch. Ach, das ist der... Ah, okay, das ist der Große. Ich weiß, dass die Quest hier irgendwo ist. Irgendwo an Wasser. Hat noch jemand eine normale Quest für mich? Nein? Okay, dann schaue ich mal, ob hier die Quest jetzt endlich da ist. Wenn nicht, dann nicht und... Dann geht's halt weiter mit der Hauptquest. Ich bin so. Ich mache immer erst zuerst alle Nebenquests, bevor ich die Hauptquests mache. Was? Wir haben wohl Spaß dran, mich immer hin und her zu jagen. Wir alle. Unsere Pflicht tun. Legendäre Unterstützung. Wir haben die erleuchteten Mittler davon überzeugen können, ein paar nützliche Hilfsmittel für den Kampf gegen den Kerkermeister bereitzustellen. Viel wurde uns abverlangt. Noch mehr ist nötig. Sollen wir uns unterhalten? Wir sorgen für uns. Willkommen, bitte seht euch meine Waren an. Einige davon werden euch beim Herstellen von legendären Gegenständen helfen. Nehmt ihr mich das nächste Mal mit? Es ist ein ausgesprochen schöner Tag. Was mich interessiert, ist das. Das ist ein Wombate mit einer goldenen Krone. Mir fällt erst jetzt die Verzierung an den Schenkeln ein. Was heißt die ein? Auf! Ein Spielzeug. Muss sagen, die Spielzeuge, die waren mal besser. Bis zum nächsten Mal. Auf dem Dunkelmond-Jammer gibt es ja so eine Kanone. Irgendwo gab es dieses Gravitationsfeld. Und auf Draenor gab es ja diesen einen Totem, wo jeder Spielcharakter sofort anfangen muss zu lachen, wenn es zu nah kommt. Keine Ahnung wieso. Flüstert es in unser Hirn irgendeinen Witz? Der ist aber ein Nachteil, wenn es ums Vorbeistechen geht. Seid gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr einen neuen Freund, Schlundgänger. Hör auf mich zu singen. Ich frage mich, was ihr mit Pokepok an eurer Seite wohl als nächstes über Seraph Mortis herausfinden werdet. Die Geheimnisse, die wir hier lüften werden,
uns im Kampf gegen den Kerkermeister eine große Hilfe sein. Vielleicht zeigen sie uns sogar, wie man dieses Orakel weckt. Hochlord Bolvar wird gewiss davon erfahren wollen. Bitte begebt euch zu die Zuflucht und bringt ihn auf den neuesten Stand. Gleich draußen vor der Höhle ist ein Transportmittel, das ihr nutzen könnt. Ich werde hier bleiben und über das Orakel wachen. Der ist nicht gerade besser. Außerdem ist er grün. Sieht er aus? Wenn ich etwas für euch tun kann, lasst es mich bitte wissen. Nicht wirklich zufriedenstellend. Das noch was. Eigentlich wollte ich noch ein Video zu Stylecheck machen. Aber das Ding ist, dass ich dann, nachdem ich das Video hochgeladen habe, dass ich dann nur noch gewonnen habe, dass ich dann nur noch den ersten Platz belegt habe. Das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Außerdem möchte ich niemanden hier irgendwelche Chancen wegnehmen, auch mal den ersten Platz zu gewinnen. Was mir wichtig war, ist, dass ich dieses Hemd habe. Kriege ich einen Buff. Da. Unwiderlegbarer Beweis eures hervorragenden Gespürs für Mode. Das ist jetzt modern. Aber bitte macht mich nicht nach, weil das kommt auch nicht gut in der WoW-Community an. Wenn ihr sofort gemeldet. Was ist euer Problem? Ich hab es genutzt. Oder meint jetzt was anderes? Ne, die haben genau das von mir verlangt. Was stand da? Wir alle haben unsere Last zu tragen. Der Kerkermeister muss aufgehalten werden. Ja, muss er. Ihr seid zurückgekehrt, Stundgänger. Welche Neuigkeiten habt ihr für mich? Ihr habt begonnen, die Rätsel von Serre. Nein, das Risiko ist zu groß, Uta. Was? Wir werden nicht noch einmal verraten. Dafür sorge ich. Ich werde dem Primus eure Entdeckungen melden. Sein Wissen wird uns weiterhelfen. Doch es bleibt viel zu tun. Erforscht dieses Land weiter. Alles, was ihr an Informationen findet, kann uns gegen den Kerkermeister helfen. Vielleicht, wenn ihr euch auch mal ausreden lässt. Ich drehe das Mausrad nach oben, weil ich das noch lesen will. Ihr habt begonnen, die Rätsel von Seraph Mortis zu entwirren. Nun müssen wir dieses Wissen verwenden. So, Uta hat schon einen Plan und ich bin gespannt, was er vorhat. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die uns Aufschluss über die Methoden des Kerkermeisters geben sollten. Ich glaube und Erkenntnis können uns zu wahrer Gerechtigkeit führen. Hört ihr uns an der Gerechtigkeit? Wir haben viel zu besprechen, Held. Ja, der erinnert mich, Held. Erzählt mir, was geschehen ist. Silvanas Seele ist zersplittert. Seit dem Moment ihres Todes bis jetzt. Verbrennt ihn! Das war ihre Heimat. Und du hast sie alle umgebracht. Wie konntest du
all diese Unschuldigen ermorden. Das hier ging hinaus über Leben und Tod. Es gab keinen anderen Weg zu wahrer Freiheit. Warum kannst du das nicht sehen? Ich sehe, was du bist. Mörderin, Monster, Bestie. Warum kann ich dieser Folter nicht entkommen? Der Kerkermeister hat ihr Band getrennt und sie dazu verdammt, endlos ihre Gräueltaten zu durchleben. Solange ihre Seele gespalten ist, erwacht sie nicht. Vielleicht ist es so besser. Sie allein weiß, was der Kerkermeister plant und wie wir Anduin retten können. Sie war es, die ihn uns genommen hat. Jaina hat recht. Wie könnten wir ihr je trauen? Ihre Wunde ist so viel tiefer als meine. Ich grüße euch, Waldläufer-Generalin. Wo sind wir? Wer seid ihr? Jemand, der euer Schicksal teilt. Getötet von der Klinge desselben Prinzen. Arthas. Ich starb, um dieses Monster aufzuhalten. Und erwachte, verfolgt von einer mit meinem Gesicht. Diese Banshee, seid ihr? Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Ihr Weg begann, wo eurer endete. Und ihr habt ihre Entscheidungen gesehen. Niemals, egal wie lange ich lebe, würde ich alles verraten, wofür ich stehe. Das könnt ihr unmöglich begreifen. Der Kerkermeister ist verschlagen. Als mir klar wurde, dass ich sein Diener war, hätte es mich fast vernichtet. Bei euch dachte er auch, dass es euch zerstören wird. Hat er recht? Oder nehmt ihr dieses Erbe auf euch und sagt uns, wie er zu stoppen ist? Ihre Verbrechen sind unverzeihlich. Ja. Und sie... Verbrennt ihn! Ich muss mich den Konsequenzen stellen. Wir können nicht ändern, was ist. Und finden in Zukunft vielleicht niemals Vergebung. Doch nichts tun verdammt uns alle. Die Zeit drängt, Waldläufer-Generalin. Trefft eure Wahl. Ich habe getan, was ich konnte.